Diese fünf Männerdüfte muss ich verstecken, wenn ich Besuch bekomme. Alle fünf aufgelassen und alle fünf heiß begehrt. Platz Nummer 5. Die zwei hier teilen sich einen Platz, weil es ist eh dieselbe Linie. Das ist Armani Code Eis und Armani Code Sport. Ich finde es ein bisschen interessant, dass so viele die hier anscheinend noch suchen, weil damals haben die sich nicht so gut verkauft. Platz Nummer 4. Jean-Paul Gaultier Fleur de Mal. Ich kann absolut gut verstehen, wieso den hier so viele suchen. Sehr, sehr floral für einen Männerduft, aber trotzdem immer noch irgendwie maskulin. Platz Nummer 3. Es tut mir ehrlich so leid, weil ich weiß, viele feiern und suchen diesen Duft hier. Ich mochte den nie. Ich habe den nie leiden können. Das hier ist Night Flight von Job. Wolfgang Job. Platz Nummer 2. Die weißen Flaschen stechen natürlich besonders raus zwischen den Herrendüften, so wie das hier. Christian Dior Fahrenheit 32. Die Nachfrage bei dem hier hält sich ungebrochen. Platz Nummer 1. Immer noch so gehypt, immer noch so gewollt und immer noch so umstritten wegen der scheiß Neuauflage. Das ist ein Schatz. Jean-Paul Gaultier 2 oder Jean-Paul Gaultier hoch 2.